Die Bayerischen Motorenwerke, BMW. Die Erfolgsgeschichte des Autokonzerns ist eng verbunden mit dieser Familie, den Quandts. Sie gilt als reichste Familie Deutschlands. Geschätztes Vermögen 20 Milliarden Euro. Wir leben völlig normal, wie viele andere Familien auch. Kaum eine Familie in Deutschland ist so einflussreich und dabei doch so diskret. Von den Quandts existieren nur wenige Aufnahmen. Öffentliche Äußerungen sind selten. Natürlich ist viel Verantwortung dahinter, es wird viel gearbeitet. Die Quandts halten sich von jedem medialen Rummel fern und schweigen, auch zur eigenen Familiengeschichte. Honorige Bescheidenheit? Oder soll bewusst etwas im Verborgenen bleiben? Es hat sich auch bewährt, dass wir in der Vergangenheit immer versucht haben, was uns zurückzuziehen und nicht jeden Tag in Schlagzeilen oder im Rampenlicht zu stehen. BMW. Kaum ein anderer Weltkonzern kann auf so enorme Gewinnzuwächse verweisen wie der Autobauer aus München. Mit über 100.000 Mitarbeitern erzielt das Unternehmen im Jahre 2006 einen Umsatz von 49 Milliarden Euro. Die Fäden im Hintergrund zieht eine Familie, die nichts mehr meidet, als in der Öffentlichkeit zu stehen. Die Quandts. Johanna Quandt steht der Familie vor. Als Großaktionäre besitzen sie die faktische Macht über BMW. Sohn Stefan ist zudem Eigentümer des milliardenschweren Delton-Konzerns und BMW-Aufsichtsrat. Wie seine Schwester Susanne Klatten. Sie gilt als reichste Frau Deutschlands, hielt lange Anteile am Pharmakonzern Altana. Es war Johanna Quandts Ehemann Herbert Quandt, der BMW zu dem machte, was es heute ist. Herbert Quandt zählt bereits in den 50er Jahren zu den reichsten Männern Deutschlands. Mit seinem Vermögen rettet er 1960 BMW vor dem Niedergang. BMW wird zum Weltkonzern und zum Inbegriff des Reichtums der Familie Quandt. Als Herbert Quandt 1982 stirbt, vererbt er seiner dritten Ehefrau Johanna nicht nur Milliarden. Er hinterlässt auch jene Erfolgslegende von BMW, die allein die Herkunft des Vermögens erklären soll. Weitere Nachfragen unerwünscht. Die Diskretion, die Scheu hat schon mit der Geschichte der Familie zu tun. Man hat sich nicht dazu geäußert, man hat nichts getan, man hat sich zu nichts bekannt. Im Gegenteil, man hat es eher als unangenehm empfunden, wenn andere auf diese Dinge hinwiesen. Bis heute sind die Archive der Quandts verschlossen. So drang bislang nur wenig über die Herkunft von Teilen ihres Vermögens an die Öffentlichkeit. Diese Familie möchte ihre Geschichte und die Herkunft ihres Vermögens, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, ihres Einflusses, also die Ursachen von all dem, verschleiern, vergessen machen. Also wenn man es zusammenfasst, hat die Familie Quandt ihr Vermögen gemacht auf der Grundlage von Zwangsarbeit. Verknüpft also mit dem Zweiten Weltkrieg und den deutschen Kriegszielen und so weiter. Also das ist die Basis für ihr Vermögen. Und dieses Vermögen begründet auch den gegenwärtigen, also die gegenwärtige wirtschaftliche Bedeutung und den gesellschaftlichen Einfluss, den Konzerne wie Quandt, BMW und so weiter haben. Und es ist natürlich merkwürdig, dass sich eine solche, also die Familie Quandt, diesem Sachverhalt nicht stellt, ihrer Geschichte stellt. Auch uns gegenüber hüllt sich die Familie Quandt in Schweigen. Seit Beginn unserer Recherchen im Jahre 2002 werden alle Interviewanfragen abgelehnt. Schriftlich heißt es unter anderem, man wolle nur ungern in eine Situation gebracht werden, sich dafür verteidigen oder gar entschuldigen zu müssen, dieser Familie anzugehören. Wir fahren nach Bad Homburg. Von hier leiten die Quandts ihre Unternehmungen. Versuch einer direkten Kontaktaufnahme.
Mach die Kamera aus. Doch schon Außenaufnahmen werden sofort unterbunden. Frankfurt am Main. Die Verleihung des Herbert-Quandt-Medienpreises, gestiftet von Johanna Quandt. Auch hier suchen wir Antworten. Aber nicht alle Medienvertreter sind willkommen. Also tut mir leid, es ist wirklich eine private Veranstaltung, also nicht öffentlich, ein geladener Kreis von Gästen. Sie wollen nicht, dass wir hier weiter darüber berichten? Also ich würde sagen, dass wir jetzt das Gespräch beenden. Ja? Wenn Sie das so sagen. Warum hat die Familie Quandt das nicht geschafft, heute genauso wie die anderen zu handeln und zu ihren Sachen zu stehen? Ändern kann man das nicht, was sie damals gemacht haben. Aber heute kann man anders damit umgehen. Tausende Zwangsarbeiter schuften während des Zweiten Weltkriegs für die Quandts. Herbert und sein Vater Günther Quandt führen damals die Betriebe der Familie. Sie profitieren von der Ausbeutung der Menschen, die aus fast ganz Europa nach Deutschland verschleppt werden. Ob Waffen oder U-Boot-Batterien, Quandts Werke sichern die Schlagkraft der deutschen Kriegsmaschinerie. Im Mittelpunkt des Firmenimperiums die Akkumulatorenfabrik AG, genannt AFA. Mehrheitsaktionär und Konzernlenker Günther Quandt. Ihm gehören auch Unternehmen wie die Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, Pertrix, Wintershall, die Mauserwerke und Busch Jäger. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings will Quandt von der Sklavenarbeit in seinen Firmen nichts gewusst haben. Doch ein solcher Unternehmer muss wissen, was in seinem Unternehmen vorkommt. Mir kann keiner erzählen, dass also er nur ab und an die produzierten Batterien und was auch immer besichtigt hätte, aber nicht an den Anfang der Fertigungsstraße gegangen wäre. Das ist einfach unmöglich, sowas. Doch nicht nur Zwangsarbeiter werden ausgebeutet, wie in Hannover-Stöcken. Heute ist hier nur noch eine verseuchte Industriebrache, betreten verboten, Lebensgefahr. Nichts erinnert mehr daran, dass hier ab 1943 ein Konzentrationslager stand. Das Lager war Teil des AFA-Werks. In der angrenzenden Batteriefabrik, die heute Warta heißt, mussten KZ-Häftlinge U-Boot-Batterien fertigen. Fabrik und Konzentrationslager bildeten eine effiziente und kostengünstige Produktionseinheit in direkter Kooperation mit der SS. Dieses Konzentrationslager ist zwar von der SS bewacht worden, aber es ist in seiner ganzen Ausrüstung, in den Bauten, im Betrieb durch die AFA betrieben worden. Also man kann ja durchaus von einem firmeneigenen Konzentrationslager unter SS-Aufsicht sprechen. Ohne Schutzkleidung waren die KZ-Häftlinge hochgiftigen Stoffen bei der Batterieproduktion ausgesetzt. Viele starben an Bleivergiftung. Wer überlebte, litt sein Leben lang unter den Folgen. Wie Adolf Sörensen. Erstmals kehrt der heute 82-Jährige auf das Lagergelände zurück. Als dänischer Widerstandskämpfer wurde er hierher deportiert.40 Kameraden kamen mit mir hierher. Schon in den ersten 3 Monaten starben 6 von uns. Dieser Ort war die Hölle. Viele kamen um, weil man uns in der Fabrik mit Blei vergiftete. Wir gingen alle daran kaputt. In Stöcken ist man spätestens nach 6 Monaten tot, so die SS gegenüber den Neulingen im Lager. Adolf Sörensen überlebt die Sklavenarbeit in Quandts AFA und den Terror der SS. Doch seine Leidenszeit in Stöcken lässt ihn bis heute nicht los. Das geht nie aus meinem Kopf. Immer wenn ich träume, bin ich hier im Lager. Das bleibt, solange ich lebe. Das Lager ist heute fast ganz überwuchert. Dennoch überwältigen ihn die wenigen Spuren der Vergangenheit. Ich sehe das nicht. Wie? Nein. Nee. Das ist zu viel.
Es ist natürlich klar, dass man nach dem Krieg diese für Quandt sehr unangenehme Geschichte nicht breitgetreten sehen wollte. Ich finde es also schon etwas befremdlich, wenn ich nun feststellen muss, dass sowohl das Unternehmen als auch die Familie in ihren Firmenschriften oder in ihren Aussagen so tun, als haben sie mit dieser ganzen Geschichte nichts zu tun. Ich habe noch keinen Vertreter der Familie Quandt erlebt, der sich vor die Kamera gestellt hat und hat gesagt, ich stehe dafür ein, dass KZ-Häftlinge unter unmenschlichen Bedingungen in meinen Werken arbeiten mussten, dass viele gestorben sind. Herbert Quandt war stolz, dass die AFA, die er einst mit seinem Vater gelenkt und ausgebaut hatte, von seinem ältesten Sohn Sven fortgeführt werden konnte. Sven Quandt ist der einzige aus der Dynastie, der nach langem Zögern mit uns spricht. Doch die Familiengeschichte im Dritten Reich, auch für ihn kein Thema. Wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, das wir nie vergessen können. In der Familie und wir haben über die Themen oft genug gesprochen. Wir finden es aber schade, denn es hilft Deutschland unheimlich wenig weiter. Je mehr wir da an dieser Stelle im Prinzip, je mehr wir darüber nachdenken und daran erinnert werden alle, genauso wird man im Ausland daran erinnert. Und wir müssten endlich mal versuchen, das zu vergessen. Es gibt in anderen Ländern ganz ähnliche Dinge, die passiert sind auf der ganzen Welt. Da redet keiner mehr drüber und es hat auch keinen Negativ-Touch. Bei uns hat es immer den Negativ-Touch. Sven Quandt ist passionierter Motorsportler. Sein Rennstall beteiligt sich an internationalen Outdoor-Rallyes. Die Tatsache, dass Vater und Großvater nach dem Krieg von den Alliierten nicht juristisch belangt wurden, will er als Beweis ihrer Unschuld sehen. Das Interessante ist ja auch, da gibt es ja die amerikanischen, diese Listen, wer das alles. Wir tauchen da ganz, ganz unten irgendwo auf. Ja? Wir sind nicht mal auf der Liste, wo man überhaupt mal angegangen worden wäre. Ja? Es gab während der ganzen Zeit auch an die Firmen, wo wir sind, noch nicht mal, wo ich daran beteiligt bin, noch nicht mal ein Prozess, noch nicht mal eine Frage über irgendwelche Nachbesserungen oder irgendwas. Ja, also auch das zeigt es, dass es da sehr, sehr wenig gewesen ist. Dass man so argumentiert, als ob wirklich nichts gewesen sei, obwohl es doch eindeutig nachgewiesen werden kann, woher das Sachvermögen der Familie Quandt stammt, das ist schon merkwürdig. Da muss man schon ein sehr gestörtes Verhältnis zur Wirklichkeit haben, um sich, wenn solche Vorhaltungen formuliert werden, so völlig unangefochten zu geben, ja noch nicht einmal nachdenklich zu werden. Tatsache ist, Günther Quandt, einer der größten Rüstungsfabrikanten der NS-Zeit, wurde wegen der Ausbeutung von KZ- und Zwangsarbeitern niemals zur Rechenschaft gezogen. Auch nicht in den Nürnberger Prozessen. In diesem Gefängnistrakt warten ab 1947 deutsche Industrielle in Nürnberg auf ihre Urteile. Angeklagt wegen wirtschaftlicher Ausraubung und Versklavung von Menschen. Unter ihnen ist Alfried Krupp, den man zu 12 Jahren Haft und der Einziehung seines Vermögens verurteilt. Und Friedrich Flick, der eine Haftstrafe von 7 Jahren erhält. Auch Günther Quandt stand auf einer Liste der Kriegsverbrecherkommission. Am Ende allerdings fehlt er auf der Anklagebank. Eine Tatsache, die Benjamin Ferrans, damals einer der amerikanischen Ankläger, bis heute bedauert. There's no doubt of the important role which Quandt played. Zweifellos spielte Quandt eine wichtige Rolle. Er hatte Glück, schlüpfte durch unser Netz. Es gab also keine Anklage. Das bedeutet aber nicht, dass er unschuldig war. Er war genauso schuldig wie all die anderen auch. So Quandt would stand accused of crimes against humanity. Quandt hätte angeklagt werden müssen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Versklavung von Menschen. Er wusste, dass die Bedingungen, unter denen diese Menschen arbeiten mussten, für viele den Tod bedeuteten. Er wäre auch dafür angeklagt worden, von der unrechtmäßigen Enteignung fremden Eigentums profitiert zu haben. In jeder Rechtsprechung nennt man das Diebstahl.
Für all das hätte er dem Gericht Rede und Antwort stehen müssen. Doch er entkam der Gerechtigkeit, wie so viele Kriminelle. Ich hoffe, seine Erben sind sich dessen bewusst und tun, was möglich ist, um das Leben jener zu erleichtern, denen es gelang, zu überleben. Wie aber gelang es Günter Quandt, sich der alliierten Justiz zu entziehen? Bislang waren die Gründe dafür ebenso wenig bekannt wie das Ausmaß seiner Rolle im Dritten Reich. In dieser Villa in Berlin-Babelsberg lässt sich der Sohn eines Tuchfabrikanten in den 20er Jahren nieder. Bereits im Ersten Weltkrieg war er mit der Produktion von Uniformen reich geworden. Geld war sein Leben. Jedenfalls weiß ich nur, dass er mit seinen Gedanken, glaube ich, ständig bei seinen wirtschaftlichen oder finanziellen Transaktionen war. Er war eben einfach ein Wirtschaftsgenie und hat aus seinem Leben so viel gemacht, dass noch Generationen davon zehren können. Das kann man wohl sagen. Günter Quandt nutzt geschickt die durch Inflation desolate Wirtschaftslage und übernimmt ein Unternehmen nach dem anderen. Als er nach dem Tod seiner ersten Frau, die 20 Jahre jüngere Magda Ritschel, kennenlernt, gehört er bereits zur deutschen Unternehmerelite. Er heiratet die blonde Schönheit und nimmt seinen Sohn Herbert mit in die Ehe. Bald wird ein weiterer Sohn geboren, Harald Quandt. Doch die junge Magda Quandt fühlt sich nicht wohl an der Seite des geschäftigen Industriellen. Sie lebe in einem goldenen Käfig, klagt sie, und lässt sich scheiden. In einem Altersheim lebt Magdas Schwester Ariane Shepherd. Vom einst mondänen Leben im Umkreis der Quandts ist ihr wenig geblieben. Sie ist krank, das Sprechen fällt ihr schwer. Doch ihre Erinnerung ist lebendig. Die Ehe ihrer Schwester mit Günter Quandt, so die über 80-Jährige, sei zum Scheitern verurteilt gewesen. Das Geld war schon sehr wichtig bei ihm. Geld war stärker als die Liebe, nehme ich an. Er war ihr zu alt. Er sagte, er ist ein lieber Onkel, aber mehr mag ich nicht an ihm. Und er war ja auch sehr geizig, das hat ihm vielleicht auch nicht gepasst. Er hat immer gesagt, er gibt es mir ja niemals was. Berlin, 30er Jahre. Die Vorboten einer neuen Zeit. Hitlers Agitator Joseph Goebbels fasziniert nicht nur die Massen, sondern auch die geschiedene Millionärsgattin Magda Quandt. Sie verliebt sich in den Mann, der später als Propagandaminister das Dritte Reich maßgeblich mitprägt. Mein Vater hatte protestiert dagegen, dass sie den Herrn Goebbels heiraten wollte. Er hat ihr das versucht auszureden und sie war wie auf einem anderen Stern. Die Hochzeit findet im Dezember 1931 statt, auf Günter Quandts Sommersitz Gut Severin. Dort schwört das Ehepaar Goebbels sich und der nationalsozialistischen Bewegung ewige Treue. Adolf Hitler ist Trauzeuge und übernachtet ebenfalls auf Gut Severin in Günter Quandts Schlafgemach. Der Industrielle erkennt früh, welche Möglichkeiten ihm die Nationalsozialisten bieten können. Wohl auch durch die Verbindung seiner Ex-Frau mit dem NS-Mann Goebbels. Die kirchliche Trauung inszeniert als nationalsozialistisches Familienfest. An der Seite des Brautpaares der 10-jährige Harald Quandt. Goebbels nimmt den blonden Harald als Sohn an. Dessen arisches Aussehen macht ihn zum Vorzeigekind der NS-Elite. In seinem Tagebuch notiert Joseph Goebbels, er werde aus Harald Quandt einen brauchbaren Jungen machen. Und brauchbar hieß vor allem nationalsozialistisch. Das war ja das Idealbild. Da passte ja in Goebbels Propaganda rein. Außerdem war das natürlich für den Goebbels auch ein Aushängeschild, so ein hübscher, blonder Mensch. Ein Topfessen mit Adolf Hitler. Gemeinsam mit Goebbels trifft Harald oft mit dem Diktator zusammen.
Bald hing auch der Junge mit kindlicher Verehrung am Führer. Ja, glaubte alles Gute an die Nazis. Er hat sich ja freiwillig gemeldet zu den Fallschirmspringern. Und das war für ihn selbstverständlich. In dieser Villa auf der Halbinsel Schwanenwerder am Wannsee lebt Harald Quandt zusammen mit der Goebbels-Familie. Auch als junger Soldat kümmert er sich innig um seine mittlerweile 6 Halbgeschwister. Das Verhältnis zu seinen Geschwistern war hervorragend. Nicht? Also wenn er nach Hause kam, dann hat er sich auch gefreut, nicht wahr? Und dann hat er auch viel erzählt dann nachher, wenn er zurückkam, nicht? Dass er zu Hause war und seine Geschwister, da hat er viel Freude dran gehabt. Nicht? Der Kontakt zum leiblichen Vater bricht mehr und mehr ab. Und so baut Günther Quandt zunächst seinen älteren Sohn Herbert als Nachfolger auf. Von seinem Sohn Herbert, der ja auch in dieser Zeit schon an seiner Seite stand, also während des Dritten Reichs, ist ja sogar der Satz überliefert, dass er industriell gesehen in dieser Zeit mehr hat lernen können als zu jeder anderen Zeit. Günther Quandt holt seinen Sohn Herbert in die Konzernleitung. Die Batterieproduktion der AFA wird immer mehr zum Kerngeschäft der Quandts. Doch der Start im Dritten Reich gelingt nicht reibungslos. Wegen einer angeblichen Steuerschuld wird Günther Quandt inhaftiert. Propagandaminister Goebbels setzt sich bei Hitler für den Industriellen ein. Hermann Göring soll den Fall untersuchen. Quandt kommt nach kurzer Zeit frei. Und schon bald kann er Hitler persönlich seine Batterien präsentieren. Günther Quandt nutzte die SS, er nutzte die NSDAP, er nutzte die Gliederung der Partei, er nutzte jede Möglichkeit. An der Neuordnung Europas, wie es ja die Nationalsozialisten beabsichtigten, teilzunehmen, und zwar möglichst an vorderster Front. Nach Kriegsende suchen die Alliierten nach den Schuldigen für Krieg und Völkermord, wollen Deutschland entnazifizieren. Dabei sind Herbert und besonders der Konzernchef Günther Quandt im Visier der Ermittler. Doch Günther Quandt, einst Profiteur des NS-Regimes, behauptet nun, er sei unschuldig. Mehr noch, in einem Brief an die Behörden stellt er sich als Verfolgter, als Opfer der Nationalsozialisten dar. Eine Lüge. Dennoch wird ihm schließlich amtlich bescheinigt, er habe mit den NS-Verbrechen nichts zu tun. Günter Quandt ist ja als Mitläufer eingestuft worden. Einer der größten Rüstungsunternehmer des Dritten Reichs, der ist nur mitgelaufen. Das ist ja im Grunde absurd. Der ist nicht mal als belastet eingestuft worden, obwohl er zweifellos belastet war. Mit seiner Entlastung gerät auch die Frage nach der Verstrickung der Quandts in das NS-Regime aus dem Blick. 1954 stirbt Günter Quandt. Doch auch nach seinem Tod bleibt die wahre Herkunft von Teilen des Vermögens im Dunkeln. Der Grund ist nicht nur das hartnäckige Schweigen der Familie. Zahlreiche Dokumente, die eine Beteiligung der Quandts an der NS-Schreckensherrschaft belegen, liegen verstreut und oft zusammenhanglos in verschiedenen Archiven. Andere schienen nicht mehr auffindbar. Nur vereinzelte Hinweise deuteten auf ihre Existenz hin. Dennoch werden wir in zahlreichen Archiven fündig. Es sind Dokumente, die die enge Kooperation der Quandts mit dem NS-Staat belegen. Sie zeigen, ihr Konzern hatte eine Schlüsselposition in der deutschen Rüstungsindustrie. Günther und Herbert Quandt zählten nicht nur zu den mächtigsten, sondern auch zu den einflussreichsten Männern der NS-Wirtschaft. Von seinem Berliner Büro am Askanischen Platz dirigiert Günther Quandt sein Firmenimperium. Ab 1933 sucht der Unternehmer die Nähe der neuen Machthaber.
Erst mit einer großen Spende, kurz darauf mit dem Eintritt in die NSDAP. Quandts deutsche Waffen- und Munitionsfabrik wird ein Motor von Hitlers Aufrüstung. Der NS-Staat revanchiert sich. 1937 wird Quandt zum Wehrwirtschaftsführer ernannt, wie auch Krupp und Flick. Eine Position, die exklusiven Zugang zu Partei und Militär gewährleistet. Auf höchster Machtebene kann Günter Quandt nun seine Rüstungsgüter verkaufen. NSDAP-Betriebsgruppen und Wachschutz prägen das Arbeitsklima der deutschen Waffen- und Munitionsfabrik, auch für tausende Zwangsarbeiter, die hier schuften müssen. Das war besonders schlimm in der deutschen Waffenproduktion. Nicht umsonst hatte sie in diesen ganzen jüdischen Kreisen den Ruf, einer der besonders schweren, schrecklichen Zwangsarbeitsstellen zu sein. Wir mussten Munition stanzen in gasverseuchten Räumen. In dem gleichen Raum, wo unsere Stanzmaschinen standen, wurde mit Schwefelsäuredämpfen diese von uns gestanzte Munition abgebeizt. Wir waren die einzigen, soweit ich kenne, die als Juden gekennzeichnet wurden, lange, lange Zeit, bevor überhaupt ein Judenstern aufkam in der Stadt. Das hat keine andere Firma gemacht. Das hat die Reichsbahn nicht gemacht, das hat Siemens nicht gemacht, niemand. Die AFA Hagen, heute Warta, das Zentrum der Batterieproduktion des Konzerns. Hier entwickeln Ingenieure immer leistungsstärkere Batterien. Mit Kriegsbeginn wird Quandts Büro Treffpunkt von hohen Militärs. Der Industrielle beweist ihnen die Effizienz seines Unternehmens. AFA-Spezialisten folgen dem deutschen Vormarsch, lösen technische Probleme direkt hinter der Front. Die Folge? Der Umsatz der AFA steigt rasant. Denn ohne Quandts Batterien läuft nichts mehr beim deutschen Militär. Wir dürfen nicht vergessen, dass die AFA eines der wichtigsten Rüstungsbetriebe im Deutschen Reich war. Sie war damals gleichbedeutend mit Unternehmen wie Friedrich Krupp, mit dem Mannesmann Röhrenwerken, mit Thyssen und anderen Unternehmen. Jede Waffe, die zum Beispiel gegen die Alliierten, gegen England abgefeuert wurde, sei es ein Torpedo, eine Rakete, ein Flugzeug, in jeder dieser Waffe war eine Batterie aus dem Hagener Werk. Es war der Inbegriff der deutschen Kriegsmaschinerie. Die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde setzte sich bereits Ende der 30er Jahre mit dem AFA-Werk in Verbindung und gemeinsam mit den Ingenieuren in Peenemünde wurde eine Bordbatterie entwickelt. Das waren zwei kleine Blechkästen und ohne diese Blechkästen hätte die spätere V2, die Vergeltungswaffe 2, nicht funktioniert. Das ist ein Beweis dafür, dass Quandt mehr wusste, als er nach 1945 vorgab. Und so verhält sich meines Erachtens kein Unternehmen, das passiv dasteht und sich zurückhält und eigentlich mit dem ganzen Krieg und mit dem ganzen Drumherum nichts zu tun haben wollte. Das war schon eine sehr aktive Rolle. Mai 1944. Harald Quandt kämpft als Leutnant in der Schlacht um Monte Cassino. Trotz seiner familiären Bindung zu Goebbels verzichtet er auf jegliche Protektion, will sich seine Stellung im Dritten Reich selbst verdienen. Wenige Monate später gerät er in britische Gefangenschaft und wird in ein Kriegsgefangenenlager in das libysche Benghazi gebracht. Für ihn brach nun wirklich eine ganze Welt zusammen. Denn er gehörte nun nicht mehr zu der privilegierten Welt, weder der Nazi-Welt noch zu der Industrievermögens, eines der großen Familien der deutschen Industrie. Er gehörte zu nichts mehr, war ein namenloser 25-jähriger Leutnant, der als Gefangener in Benghazi saß. Er ahnt nicht, welche Tragödie sich im Frühjahr 1945 in der Goebbels-Familie abspielen wird. Im Führerbunker in Berlin sind Magda und Josef Goebbels entschlossen, mit ihren 6 Kindern zu sterben. Haralds Tante Ariane ist eine der letzten Personen, die die Familie lebend sieht. Am Führersgeburtstag war das, glaube ich, der letzte, 1945. Das war höchstens eine Stunde, meine Schwester. Sie hatte mich holen lassen mit einem Fahrer
Sie hat gesagt, du musst sofort wieder losfahren. Wir können jede Stunde hier übernommen werden. Du musst, ich will auch mit euch sterben. Da sagt sie, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Du kannst noch ein gutes Leben führen, aber wir nicht mehr. Und dann hat sie mich ausgeschickt. Die verbrannten Leichen des Ehepaars Goebbels und seine toten Kinder werden nach der Eroberung Berlins von der Roten Armee zur Schau gestellt. Durch eine Radiomeldung erfährt der Kriegsgefangene Harald Quandt vom Tod seiner Familie. Er ist zutiefst erschüttert, glaubt zunächst, seine Angehörigen seien ermordet worden. Dann kam die Nachricht, dass eben die ganze Familie seines Frau Goebbels und seine Geschwister und seine Mutter sich Leben genommen hätten. Und Quandt wollte es erst nicht glauben, die waren ja viel zu klein, um sich selber das Leben zu nehmen. Seine Mutter hat seine geliebten Geschwister vergiftet, bevor sie mit Goebbels Selbstmord beging. Nun erscheint auch Harald Quandt das eigene Leben wertlos. Er hat sich als Führer des Arbeitsbataillons in Diensten der Briten einen Jeep genommen und ist damit in die Wüste gefahren. So weit, bis kein Sprit mehr da war. Und kein Wasser mehr. Er hätte also dort verdursten müssen. Das war wohl seine Absicht. Der Schock des Verlustes der Familie und seiner Geschwister war so groß, dass er sich gesagt hat, um mich ist es jetzt auch nicht mehr schade. Die ich so gern habe und die ich so lieb habe und die mir so nahe standen, die sind auf diese Art ums Leben gekommen. Und was soll ich auf der Welt? Der Kommandeur des britischen Gefangenlagers hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Harald Quandt zu retten. Er hat alle seine Fahrzeuge, das muss man sich mal vorstellen, für einen Kriegsgefangenen, alle seine Fahrzeuge genommen und hat sie fächerförmig in die Wüste fahren lassen, bis sie Harald Quandt gefunden haben. Harald Quandt überlebt. Die Engländer behandeln den Stiefsohn von Goebbels wie alle anderen Kriegsgefangenen. Doch über die Mordtat seiner Mutter wird er nie hinwegkommen. Es war ja nicht nur der Tod der Familie. Es war ein Verbrechen, was er begangen hat. Magda und Goebbels auch. Von nun an versucht der einst überzeugte Nationalsozialist Harald Quandt, seine Erinnerungen an das Regime und an seine Mutter zu verdrängen. Harald hatte aber einen Brief bekommen von deiner Mutter. Mein geliebter Sohn, es ist Zeit, dass wir uns voneinander verabschieden. Der Führer hat mir noch dein goldenes Parteiabzeichen angesteckt. Jetzt bin ich zufrieden und kann in Ruhe sterben. Hannover ist zu dieser Zeit von Bomben zerstört. Quandts AFA-Fabrik in Stöcken blieb jedoch weitgehend verschont. Hier ist Haralds Bruder Herbert als Betriebsleiter vor Ort. Die Alliierten stehen dicht vor Hannover. Da sie keine Häftlinge im KZ des Werks vorfinden sollen, will die SS das Lager so schnell wie möglich räumen. Adolf Sörensen hat Glück. Alle Dänen dürfen das Lager kurz zuvor mit einem schwedischen Rotkreuztransport verlassen. Doch über 600 vom Tod gezeichnete Häftlinge bleiben in Stöcken zurück. Der Trojaner, die leben ja alle, et ja, nu le free. Ich werde nie vergessen, dass ich freigelassen wurde und die anderen etwas erwartete, wovon sie nichts ahnten. Für sie war es der Tod und für mich die Freiheit. Am 8. April 1945, mitten im Chaos der letzten Kriegstage, verlässt ein Zug mit den geschundenen Häftlingen aus Stöcken und anderen KZs Hannover. Das Ziel, das Lager Bergen-Belsen. Doch der Transport bleibt stecken, die Gleise sind zerstört. Viele sterben bereits während der Zugfahrt. Von der Kleinstadt Mieste treibt man die Überlebenden in Richtung Bergen-Belsen. Wer nicht weiterkommt, wird im Straßengraben von der SS erschossen.
Der Todesmarsch endet bei Gardelegen. Über 1000 Häftlinge sperrt man dort in eine Scheune und zündet das Gebäude an. Nur wenige überleben das Massaker. Als die Amerikaner am 14. April 1945 in Gardelegen eintreffen, finden sie 1016 Tote. Die meisten Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Wir waren glücklich, dass wir nach Hause gehen, überleben konnten. Aber es war furchtbar für jene, die nicht wussten, was auf sie zukam, die nicht überlebten. Diese Kameraden hatten genauso viel gelitten wie ich. Nein. Dieses Schicksal konnte nicht Gottes Wille sein. Während Herbert Quandt sich in Hannover auf die Ankunft der Alliierten vorbereitet, flieht sein Vater Günter Quandt nach Bayern. Er ahnt wohl, dass die Sieger ihn als Konzernchef der AFA zur Verantwortung ziehen wollen. Er taucht unter in Leutstetten am Starnberger See. Quandt versteckte sich in Starnberg, wie viele andere Nazis. Wir konnten sie damals leider nicht aufspüren. Das gab Herrn Quandt wohl das Gefühl, ein Unschuldsengel, ein Held zu sein. Doch er war nicht unschuldig und schon gar kein Held. Wohl nicht nur wegen des Einsatzes von KZ-Häftlingen glaubt Günter Quandt, sich verstecken zu müssen. Auch wegen seiner skrupellosen Geschäftspraktiken im Dritten Reich hätte er gute Gründe dazu gehabt, wie unter anderem auch diese Dokumente im Hauptstaatsarchiv München belegen. Günter Quandt wollte die AFA zum größten Batterieproduzenten Europas machen. Laut einem firmeninternen Schreiben soll auch die Ausschaltung des jüdischen Elements aus Industrie und Handel der AFA die Vormachtstellung sichern. Quandt beteiligt sich gezielt an Arisierungen von Batteriefirmen in den besetzten Ländern. Doch auch nichtjüdische Konkurrenten werden seine Opfer. Diese 1949 abgegebene eidesstattliche Erklärung von Fritz Hartmann, dem einstigen Gestapo-Chef von Luxemburg, belegt: Für seine Geschäftsinteressen nutzte Günter Quandt auch die Dienste der Gestapo, wie im Fall Laval. Der luxemburgische Unternehmer Leon Laval weigert sich, die Aktien seiner Batteriefirma an Quandt abzugeben und wird verhaftet. Sein Enkel spricht heute für die Familie. Bei dem, was damals passiert ist, spielten die Quandts eine maßgebliche Rolle. Dabei ging es ihnen um die Übernahme der Aktien und damit unserer Firma. Die Tudor-Batteriefabrik im belgischen Florival. Nach dem deutschen Einmarsch will Günter Quandt hier nicht nur für die AFA produzieren, sondern auch noch Leon Lavals Aktienmehrheit übernehmen. Doch Laval weigert sich, das Unternehmen, das seit zwei Generationen von seiner Familie geführt wird, an Quandt abzugeben. Mit schrecklichen Folgen. Cette usine a été dirigée par l'envahisseur. Die Fabrik arbeitete ja bereits für die AFA. Sie stand ja bereits unter ihrer Leitung. Die Quandts wollten sich nun das Werk, das noch zur Tudor-Gruppe gehörte, aneignen und in ihr Firmenimperium eingliedern. Mein Großvater, Leon Laval, wehrte sich vehement. Er gab dem Druck nicht nach. Und da ließ man ihn verhaften. Leon Laval wird in das Hauptquartier der Gestapo in Luxemburg gebracht. Herr über Leben und Tod ist hier Gestapo-Chef Fritz Hartmann. Er verhört Leon Laval persönlich, fordert von ihm den Verkauf der Aktien an Günter Quandts AFA. Trotz der brutalen Vernehmungen gibt Laval nicht nach. In einem vertraulichen Schreiben wird Günter Quandt schließlich mitgeteilt, dass der Luxemburger Unternehmer nun auf Lebenszeit in ein Konzentrationslager überführt werden soll. Seine Aktien würden erst einmal sichergestellt.
Daraufhin meldet Quandt seinen Anspruch auf die Aktien an. Schamlos nutzt die AFA die Situation aus und tritt in Verhandlungen mit einem Häftling, den das Konzentrationslager erwartet. Doch auch wenn Lavals Fabrik bereits in Quandts Hände gefallen war und für die AFA Profite erwirtschaftete, an seinen Aktien hält der Luxemburger fest. Und wie durch ein Wunder überlebt er die Haft. Il est clair que ce sont des choses inacceptables. Was damals passierte, kann man nicht akzeptieren. Die Erpressung, der Druck, der ausgeübt wurde, ist mit Worten nicht zu beschreiben. C'est évident. Ein gelber Porsche als Dekoration im Hause von Sven Quandt. Ein Abendessen mit Rennfahrern. Es sei jedem selbst überlassen, wie er sein Geld ausgebe, sagt der über 50-Jährige. Die einen legten sich gerne an den Strand, er fahre gerne Rallye. Sven Quandt genießt die Freiheit, die ihm sein Erbe beschert. Schließlich sei dieses einst rechtmäßig erworben worden. Dass es teilweise auf Profiten aus der NS-Diktatur beruhen soll, bestreitet er entschieden. Wenn man sich das dann mal ansieht und da wirklich mal genauer reinzieht und wann war das und was war dort, dann sieht man auch schon, dass der Angriffspunkt sehr, sehr gering ist. Wie kann ich dafür verantwortlich sein? Habe ich da gelebt? Nein. Ich erwarte eigentlich, dass wenn man ein Unternehmen erbt, wenn man Aktien erbt, dass man auch alles damit erbt, was damit zusammenhängt. Man kann nicht nur das Vermögen erben, aber nicht die Schuld und Verpflichtung, die mit dem Vermögen verbunden ist. 1947 kehrt Harald Quandt aus der Gefangenschaft an die Seite seines Vaters zurück. Zügig werden die letzten Kriegsschäden in den Werken repariert. Und nach dem Willen des Vaters soll Harald schon bald wichtige Funktionen übernehmen. Die hatten ihn in die Werke aufgenommen und er hatte sich schon etablierter als der zukünftige Erbe, technische und leibliche Erbe da des Vaters. Die Kinder, die spielten nur eine Rolle, sagen wir, als Erben dessen, was er da aufgebaut hatte. Wirtschaftswunderzeit in Deutschland. Schon früh profitiert auch der Quandt-Konzern vom Aufschwung und nimmt eine führende Rolle in der bundesdeutschen Wirtschaft ein. Die beiden künftigen Erben des Industriellen Günter Quandt blicken in eine glänzende Zukunft und wollen keinesfalls zurückschauen. Die Quandts haben natürlich partizipiert an der Aufrüstung und vom Gewinn, Reichtum, der Macht im Dritten Reich. Aber es interessiert Harald Quandt überhaupt nicht. Und Harald versucht auch, seine einzige Verbindung zur Hierarchie des Dritten Reiches runterzuspielen, davon nicht mehr zu reden. 1950 heiratet Harald Quandt Inge Bandeko, eine Sekretärin seines Vaters. Schon bald werden drei Töchter geboren. Kinder sind Harald Quandt wichtig. Sie gehören zu seinem Leben. Nur über die Kinder seiner Mutter Magda Goebbels, seine toten Halbgeschwister, spricht er kaum. Er hat diesen gemeinsamen Selbstmord mit den Kindern nie verstanden. Dazu war er viel zu kinderlieb. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass er immer wieder versucht hat, wenn er so wie Vater zu werden. Also weil er glaubte, diese Lücke in der Familie schließen zu müssen. Diese Lücke schließt sich für Harald Quandt nie. Die Bilder der Goebbels-Familie lassen ihn nicht los. Noch immer fühlt er sich mit ihnen zutiefst verbunden. Rastlos sucht er nach Spuren der Vergangenheit. Er hat mich auch immer wieder darum gebeten, meine journalistischen Beziehungen einzusetzen, um irgendwelches Dokumentarmaterial über die Kinder zu finden. Ich habe das auch fleißig versucht, aber es war sehr schwer heranzukommen. Ich wusste auch, dass es einen Film gab, der damals im Auftrage der UFA zum Geburtstag von Goebbels gedreht worden war, über die Kinder, aber du kamst an die Büchse nicht heran. Und er wollte eigentlich nur diese Bilder sehen, also er hat enorm darunter gelitten.
Harald Quandt hatte nach dem Krieg niemals die Möglichkeit, diese Bilder der UFA zu sehen. Sie liegen heute im Bundesarchiv in Berlin. Hallo! Sie zeigen ein unbeschwertes Leben. Über die Geschäfte von Vater und Bruder wusste er damals wenig. Eine Zukunft als Unternehmer an ihrer Seite erschien ihm noch unvorstellbar. Harald war zweifellos anders. Klar, wie die Gene im Leben verteilt sind, der hatte mehr von seiner Mutter geerbt, also in der inneren Veranlagung, während der Herbert absolut ein echter Quandt war. Und als echter Quandt wurde Herbert engster Vertrauter seines Vaters, trat 1940 auch der NSDAP bei. Wie diese Dokumente des Hauptstaatsarchivs Hannover beweisen, teilte er sich mit seinem Vater zahlreiche Aufgaben im Konzern, saß im Vorstand der AFA und war zuständig für den Personalbereich. Herbert Quandt war der Hauptverantwortliche für diesen Geschäftsbereich. Damit ist die Anforderung von Zwangsarbeitern, der Einsatz von Zwangsarbeitern in den verschiedenen Betrieben auch über seinen Tisch gegangen. Auch der Einsatz von KZ-Häftlingen bei der AFA und ihren Zweigwerken wird eng mit der Personalabteilung abgestimmt. Wie für die Pertrix-Fabrik in Berlin. Hier ist Herbert Quandt nicht nur für das Personal zuständig, er ist auch Betriebsdirektor der Firma. Das Werk steht noch immer. Auch hier schuften KZ-Häftlinge für Quandts Batterieproduktion. Die Frauen kommen aus den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen. Viele von ihnen sterben an den Giftstoffen, denen sie in Quandts Pertrix ausgesetzt sind. Das war Blei, das war Mennige, das war Cadmium, das waren andere Schadstoffe. Und die Menschen, diesen lebensbedrohenden Schadstoffen ohne geeignete Schutzkleidung auszuliefern, ist schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Barackenlager der Pertrix, 2 Kilometer vom Werk, mitten im Berliner Wohnviertel Schöneweide. Hier waren die Häftlinge untergebracht. Es sind Frauen aus fast ganz Europa, verschleppt und versklavt für die AFA. Sie hat sich also nicht auf das Reichsministerium für Bewaffnung und Munition verlassen, sondern hat eigene Mitarbeiter nach Frankreich geschickt, in die Tschechoslowakei geschickt, in den Osten geschickt, um zu sehen, sind da geeignete Arbeitskräfte. Und einige Einträge in schriftlichen Quellen des Personalbüros lesen sich fast wie eine Fleischbeschau. Zähne, Muskulatur, wie waren die jungen Frauen gebaut? Halten sie eine schwere körperliche Belastung aus? Und diese Quellen, man muss natürlich immer ein wenig sachlich sein als Historiker. Aber als ich die Sachen gelesen habe, kam es mir vor, als wären das Relikte eines Sklavenmarkts. Stolz schauen wir auf den größten Deutschen aller Zeiten, unseren geliebten Führer. So Günter Quandt im Dezember 1940. Der deutsche Eroberungskrieg garantiert ihm immense Produktionssteigerungen und sichert den Nachschub billiger Arbeitskräfte. Schließlich sind die meisten deutschen Zivilarbeiter an der Front. Wenn sie die Leute alle rausholen fürs Militär und die brauchten ja schließlich die Batterien und wo wollen sie denn die Arbeit machen lassen? Mussten sie ja schon die, das waren ja nicht nur Juden, das waren ja die Kriegsgefangenen und so weiter. Ja, wie wollen sie denn eine Firma aufrechterhalten? Geht ja gar nicht anders. Besides, we had to use them. Es ging nicht anders? Eine Lüge. Die Arbeitsbedingungen waren normal? Eine Lüge. Wir konnten doch nichts dagegen tun? Eine Lüge. Sie sahen in diesen Menschen nur Abfall. Waren die am Ende, hieß es nur. Und bei Quandt kommen wir auf eine Skrupellosigkeit, die sich eng verknüpft mit dem deutschen Faschismus. Und Skrupellosigkeit bedeutet auch, dass ich also den Tod von Personen in Kauf nehme, dass ich also Konzentrationslager neben meinen Betriebsstätten einrichten lasse, wenn es denn nur dem Zuwachs des Vermögens, dem Wachsen, Blühen und Gedeihen des Unternehmens dient. Wie auch dieses Dokument beweist, ein Vertrag zwischen Quandts AFA und der SS.
Darin wird die Errichtung eines Konzentrationslagers auf dem AFA-Gelände in Hannover-Stöcken beschlossen. Im März 1943 vereinbart die AFA mit dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt den Einsatz von über 1500 KZ-Häftlingen zur Batterieherstellung. Die Häftlinge werden aus dem Hamburger Konzentrationslager Neuengamme dem AFA-Werk überstellt. Das Unternehmen rechnet mit einer monatlichen Fluktuation von 80 Arbeitskräften. Im Klartext, die Arbeitsbedingungen fordern jeden Monat etwa 80 Tote. Und diese Toten werden gegen arbeitsfähige Häftlinge aus dem KZ Neuengamme ausgetauscht. Wir hatten das kleine Auschwitz vor Ort. Hier hat systematisch Vernichtung durch Arbeit stattgefunden. Der eine Partner war die SS und der andere Partner war die Warta mit der Familie Quandt als Besitzer. Das KZ-Gelände heute. Im Hintergrund die Warta-Fabrik, die damals noch AFA hieß. Bis 2000 in Quandt-Besitz, gehört sie inzwischen einer amerikanischen Firma. Das Lager damals. Baracken, elektrische Zäune und Verpflegung stellte die AFA. Die Wachen, die SS. Unzählige Häftlinge starben durch die unmenschlichen Arbeits- und Lebensbedingungen und den Terror der SS. Ein französischer Häftling zeichnet die verhungerten Elendsgestalten in Stöcken. Darunter auch einen Häftling aus Griechenland, der aufgrund dieser Zeichnung gefunden werden konnte. Takis Mylopoulos überlebte, konnte in seine Heimatstadt Thessaloniki zurückkehren. Das war viel schlimmer als Sklavenarbeit. Wir waren nicht nur Sklaven, man peitschte uns auch aus, trieb uns mit der Peitsche an. Es war wie in der Antike. Damals schlug man den Sklaven, damit er das Mühlrad drehte und trieb so den Ruderer auf einer Galeere an. Genau so behandelte man uns. Ausgesucht haben uns Leute von der AFA. Sie brachten uns direkt zur Firma. Ich behaupte nicht, dass der Firmeninhaber dabei war, aber es waren seine Angestellten. Sie haben uns mehrmals gezählt, in einen Zug verladen und sofort weggebracht. Die Angestellten der AFA haben alles gesehen. Sie haben zugeschaut, wenn uns die Kapos prügelten, mitbekommen, dass man uns kein Wasser gab und wir aus den Toiletten trinken mussten. New York. Wir legen Benjamin Ferrance, einem der Ankläger in den Nürnberger Prozessen, die Dokumente vor, die wir zum Fall Quandt zusammentragen konnten. Material, das der Nürnberger Kriegsverbrecherkommission nicht vorlag. Nach eingehender Prüfung kommt der Jurist zu folgendem Urteil. It seems clear to me as a former prosecutor at Nuremberg and knowing the conditions and knowing the circumstances of the Als ehemaliger Ankläger in Nürnberg, der die Prozesse gegen die deutschen Industriellen kennt, ist mir klar, hätten dem Gericht diese Beweise gegen Günther Quandt vorgelegen, die heute durch ihre Recherchen zur Verfügung stehen, wäre er genau wie Flick, Krupp und einige Direktoren der IG Farben angeklagt worden. Der Umfang der Anklage wäre sicherlich über das hinausgegangen, was man den Direktoren der IG Farben vorwarf, denn die waren ja keine Firmenbesitzer. Seine Verbrechen wiegen genauso schwer wie die derjenigen, die verurteilt werden konnten. 1945. Der Krieg ist vorbei. Die Alliierten werden Deutschland in Besatzungszonen aufteilen. Was in der Folge geschah, erklärt, wie sich Günther und Herbert Quandt dem Urteil des Nürnberger Gerichts entziehen konnten, warum das belastende Material niemals die Ankläger erreichte. Günther Quandt versteckt sich seit Kriegsende in der US-Zone, in Leutstetten am Starnberger See. Dennoch ist er wohl über alle Geschäftsvorgänge genau informiert, hält Kontakt mit seinem Sohn Herbert.
Dieser soll mit führenden Mitarbeitern in Hannover bleiben, um die Produktion der AFA so schnell wie möglich wieder in Gang zu bringen. Hannover gehört zur britischen Zone des besetzten Deutschland. Die Briten fahnden nach Funktionsträgern und Mittätern des NS-Regimes. Sie entdecken Dokumente über die AFA und das Konzentrationslager Hannover-Stöcken. Als ehemaliger Vorstand und Personalchef der AFA gerät Herbert Quandt in ihr Visier. Die Briten hören seine Telefonate ab. Darunter eines, in dem er eine Angestellte nötigt, unter Eid auszusagen, er sei kein Nationalsozialist gewesen. Herbert Quandt wird umgehend in die Kategorie M als belastet eingestuft. Gleichzeitig entdecken die Briten auch Dokumente, die die Nazi-Verstrickungen seines Vaters Günther Quandt belegen. Dieser versteckt sich zu dieser Zeit noch immer in Starnberg, in der amerikanischen Zone. Quandt entkam unbehelligt und ich war wütend. Er hatte Glück, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, entzog sich so der Gerechtigkeit. Über ein Jahr lang gelingt es Günter Quandt, in Starnberg unterzutauchen. 1946 können ihn die Amerikaner verhaften. Er wird im Gefangenenlager Moosburg interniert. Für die US-Ermittler ist Quandt ein potenzieller Angeklagter in Nürnberg. Doch während die Prozesse gegen Flick, Krupp und die Direktoren der IG Farben in Nürnberg beginnen, liegt ein Großteil des Belastungsmaterials gegen Günter Quandt dem Gericht noch immer nicht vor. Benjamin Ferrans weiß erst heute, wo die Beweise zu finden gewesen wären. Die Briten hatten die Dokumente, die den Einsatz von KZ-Häftlingen in den Firmen belegten, die von Quandt kontrolliert wurden. Companies controlled by the Quandt family or Quandt. There was an obligation to send that information. Die Briten waren verpflichtet, diese Informationen zur Vorbereitung der Prozesse gegen die Industriellen an die Ankläger in Nürnberg weiterzuleiten. Aber das taten sie nicht. Das Ergebnis: Herr Quandt kam nie vor Gericht. And as a result, Mr. Quandt was never tried. Ein erstes Indiz dafür, warum die Briten die belastenden Unterlagen dem Nürnberger Gericht nicht übergeben, finden wir im Westfälischen Wirtschaftsarchiv in Dortmund. Bei Kriegsende verfügt die AFA über riesige Rohstoffmengen und einen funktionierenden Maschinenpark. Diese Inventarliste belegt, dass noch während des Krieges die Produktionsanlagen in Hagen und Hannover erheblich erweitert und modernisiert wurden. Quandt hat das Vermögen, das sich in der Kriegszeit erheblich vergrößert hat, unbeschadet herüberbringen können. Und er hat mit diesen Kriegsgewinnen also einen enormen Startvorteil gehabt. Nach ihrem Einmarsch inspizieren britische Soldaten die AFA-Batteriefabriken. Herbert Quandt ist vor Ort. Die Werke sind trotz Bombenschäden funktionsfähig. Die Briten hätten die Maschinen demontieren und als Kriegsentschädigung beanspruchen können. Doch sie entscheiden sich anders. Das befremdet doch ein wenig, wenn dieses Werk von den Alliierten unmittelbar nach der deutschen Kapitulation dazu herangezogen wurde, die eigenen Einheiten, die eigenen Armeen mit Rüstungsgütern, Starterbatterien, U-Boot-Batterien und so weiter zu versorgen. Die Briten erteilen der AFA schon am 22. Mai 1945 eine Produktionsgenehmigung. Das belegt unter anderem das Arbeitsbuch eines AFA-Chefingenieurs aus dem Jahre 1945, in dem er die Zusammenarbeit mit den Besatzern festhält. Und trotz anfänglicher Bedenken der Briten kommt der ehemalige Personalchef Herbert Quandt, der als belastet gilt, ungeschoren davon. Er darf den Konzern weiterführen. Die Verstrickungen seines Vaters werden ebenfalls ignoriert. Bereits 1946 kann die AFA einen Umsatz von über 1 Million Reichsmark verbuchen. Die Produktion der AFA war für die Alliierten wichtig. Das wird ein Grund gewesen sein, weshalb man die AFA mit Samthandschuhen angefasst hat. Und dass über diesen Weg diese ganze Strafverfolgung auf Sparflamme gekocht wurde. Günter Quandt, der bis 1948 interniert ist, hat Glück. Aufgrund des fehlenden Aktenmaterials können die Amerikaner ihn in Nürnberg nicht anklagen.
Günter Quandt kann sich nun ungeniert in einem Schreiben an die Behörden als Verfolgter der nationalsozialistischen Regierung darstellen. Nun erzählte er jedem, er wüsste von nichts. Hielt sich weder juristisch noch moralisch für verantwortlich. Leute wie er fühlten keine Scham, hielten sich für unantastbar. Die Amerikaner verfolgen den Fall Quandt nicht weiter. Er muss nur, wie jeder andere Deutsche, im Rahmen der Entnazifizierung Rechenschaft über seine Funktion zwischen 1933 und 1945 ablegen. Sein Fall wird von einer bayerischen Spruchkammer übernommen. Zuständig für die Anklage ist der Staatsanwalt beim Bayerischen Ministerium für Sonderaufgaben Julius Herf. Er ist empört darüber, dass die Alliierten Quandt nicht in Nürnberg vor Gericht gestellt hatten. Doch auch ihm werden die belastenden Unterlagen der Briten nicht zugänglich gemacht. Das meiste, was über die Tätigkeit eines Unternehmers wie Günter Quandt an Akten und an Papieren hätte herangezogen werden können, hat diesen Gerichten gar nicht vorgelegen. Also bei Günter Quandt ist es im Entnazifizierungsverfahren überhaupt nicht um Zwangsarbeit gegangen. Es ist nicht mal erwähnt worden, dass ein Konzentrationslager bei der AFA bestanden hat. Also auch die Tatsache, wie sehr Günter Quandt vom Dritten Reich profitiert hat, ist in diesem Verfahren überhaupt nicht bearbeitet worden. Somit konnte Staatsanwalt Herf lediglich auf Dokumente in der Sache Laval zurückgreifen. Der Luxemburger Unternehmer Leon Laval tritt in dem Spruchkammerverfahren sogar als Zeuge der Anklage auf und sitzt im Gericht Günter Quandt gegenüber. Obwohl Lavals Aussagen und die vorgelegten Papiere auf eine Kooperation Quandts mit der Gestapo hinweisen, verliert Staatsanwalt Herf den Fall. Man wollte ihm nichts tun. Man wollte ihm nichts tun. Sie wollten ihm einen Neustart ermöglichen. Quandt war halt wichtig als Unternehmer und als Garant dafür, dass der wirtschaftliche Aufbau, gefördert durch den Marshallplan, in Deutschland auch funktionierte. Herf gibt nicht auf und treibt den Fall Quandt durch drei Instanzen. Doch, wie auch dieser Brief zeigt, hatte er keine Chance. Sein Vorgesetzter, Staatssekretär Camillo Sachs, trifft sich mit Quandts Anwälten und unterstützt deren Anliegen. Die behaupten nun sogar, ihr Mandant habe sein ganzes Vermögen verloren, obwohl die Fabriken des Industriellen längst wieder steigende Gewinne verzeichnen. Es ist nicht ungeschickt, damit eine Legende zu beginnen. Ich habe so wenig an dem ganzen, am deutschen Faschismus und am Krieg verdient. So wenig. Ich bin noch nicht mal Reichsmarkliquide, dass ich noch nicht mal die Kosten für den Anwalt und überhaupt meine Entnazifizierungsprozedere aufbringen will. Das ist doch genial, sowas. Zumindest eine clevere Lüge. Das zeigt auch ein Gespräch, das er mit seiner ehemaligen Schwägerin Ariane Shepherd unmittelbar nach Ende des Krieges führt. Der Krieg ist auch für mich furchtbar gewesen. Ich habe sehr viel Geld verloren. Und dann sagte er, ich habe jetzt nur noch 78 Millionen Dollar. Das merkte er gar nicht, weil er das sagte, dass er das zu mir sagte. Ich könnte gar nichts sagen. Ich war völlig sprachlos. Im Mai 1950 enthebt Staatssekretär Sachs schließlich den unnachgiebigen Julius Herf seines Amtes. Der Grund? Angebliche Homosexualität. Auch der Spiegel berichtet. Seine Erfahrung bilanzierte der mittlerweile verstorbene Herf erst Jahre später. Es gab unzählige Fälle, in denen die Herren größerer Vermögen mit irgendwelchen Mächtigen sich verständigt hatten und ihr Geld behielten. Ganz abgesehen davon, dass die Alliierten ihre Schützenhände über so und so viele ganz große Halunken gehalten haben, denen wir nichts tun durften. Die unglaublichsten Leute sind als Minderbelastete oder als Mitläufer durchgegangen und ich bin überzeugt, wenn Herr Hitler noch gelebt hätte, wäre er auch Mitläufer geworden. Thank you.
Und so stehen die Quants, ganz anders als die Mehrheit der Deutschen in der Nachkriegszeit, nicht vor den Trümmern ihrer Existenz. Sie können ihr Vermögen von der Diktatur in die Demokratie retten, ohne jemals Rechenschaft über dessen Herkunft ablegen zu müssen. Quandt konnte in den 50er Jahren darauf verweisen, ich bin ordnungsgemäß entnazifiziert worden, ich bin rehabilitiert worden, ich bin unschuldigerweise interniert worden, aber da ich unschuldig bin, hat man mich dann freigelassen, hat man mich rehabilitiert, mir ist dann auch nichts passiert, ich war kein Nazi. Das war doch eine gute Voraussetzung für einen neuen Start ins sogenannte Wirtschaftswunder. Und bei Herbert Quandt war die Situation nicht viel anders. Er war ja auch leitend tätig. Er war Vorstandsmitglied in einem Unternehmen, das Zwangsarbeiter ausgebeutet hat während des Dritten Reichs, das ein Konzentrationslager auf dem Firmengelände betrieben hat in Hannover. Da fiel es natürlich sehr viel schwerer, sich damit nach dem Krieg auseinanderzusetzen, weil es dann um die persönliche Schuld ging. Nicht Schuld und Erinnerung, sondern Aufbau und Fortschritt sind die Schlüsselworte der deutschen Wirtschaftswunderjahre. Auch für Herbert und Harald Quandt. Nach dem Tod des Vaters 1954 leiten die Brüder den Quandt-Konzern gemeinsam. Herbert führt die Batterieproduktion der AFA weiter, die in Warta umbenannt wurde. Harald Quandt übernimmt die Verantwortung für die Waffenschmieden aus der NS-Zeit. Ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Harald Quandt darunter gelitten hat. Er hatte da ein fast naives und kindliches Verständnis. Und er hat sich bestimmt auch gar keine Gedanken gemacht, dass er den ungünstigeren Teil mit den alten Rüstungsfirmen bekommen hat. Er wusste, dass er den schwierigeren Teil des Industrieimperiums der Quandt-Familie hatte. Das wusste er immer. Aber er hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, warum das so ist und auch nicht, dass das früher aus der Rüstung hervorgegangen war. Die Deutsche Waffen- und Munitionsfabrik, sie erhält unter Harald Quandt den neutralen Namen Industriewerke Karlsruhe. Damit scheint auch die Erinnerung an Kriegswirtschaft, Zwangsarbeit und KZ-Häftlinge getilgt. Harald Quandt wird einer der wichtigsten deutschen Rüstungsindustriellen. Harald wusste von den Dingen, die sein Vater und Herbert gemacht haben. Aber wir wollten nicht darüber sprechen. Wir wollten einen guten Time haben und wir wollten Spaß haben. Wir wollten nicht an sowas rühren. Nicht an die Vergangenheit rühren. Diese Haltung teilen Millionen Deutsche. Mit Fleiß, Fachkompetenz und guten Verbindungen kann man es weit bringen in der Bundesrepublik. Was man vor 1945 gemacht hatte, spielt keine Rolle mehr. Zahlreiche ehemalige NS-Funktionäre machen in der Wirtschaft Karriere, auch in den Werken Harald Quandts. Er hat auch in gewisser Weise zu Leuten gehalten, die Goebbels damals ausgesucht hatte. Es gab zum Beispiel einen, wenn ich richtig erinnere, hieß der Naumann und war Staatssekretär im Propagandaministerium. Und deswegen hat er dann dem Naumann eine Position, ich glaube, bei den Industriewerken Karlsruhe gegeben. Seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg haben Harald Quandt nicht zum Pazifisten gemacht, ganz im Gegenteil. Für ihn ist die Rüstungsproduktion ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen den Kommunismus. Ein Millionengeschäft wird für Harald Quandt ab 1958 die Herstellung von besonders effektiven Waffen, die vor allem in Afrika blutige Spuren hinterlassen. Landminen. Das ist was ganz Fürchterliches. Gucken Sie sich mal die kleinen Kinder an, die da auf die Schützenminen trampeln und ihre Beine verlieren und so. Also furchtbar, ne? Furchtbar. Also da komme ich nicht mehr mit. Also da sträubt sich alles in mir. Und ich bin überzeugt, dass wir, wenn der Harald heute lebte, dass wir ganz fürchterliche Wortgefechte haben würden in dieser Beziehung. Trotz der Arbeitsaufteilung im Quandt-Konzern kommt es unter den Brüdern immer wieder zu Unstimmigkeiten. Herbert ist ein geradezu besessener Unternehmer, der sein Leben dem Konzern völlig unterordnet. Harald hingegen hat auch andere Interessen. Sie waren wohl im Denken, in der Lebensart und in der Wesensart zu verschieden. Der eine war eben aus dem Krieg gekommen und wollte seine Jugend nachholen. Der andere war außerordentlich pflichtbewusst, seiner Firma sehr verpflichtet. Ich würde sagen, auf eine kurze Formel gebracht, der Herbert war preußischer
Und der Harald, nicht wahr, war eben amerikanischer. Nicht nur Harald Quandt schaut nach Amerika. Ganz Westdeutschland bewundert den offenen Lebensstil, die Lässigkeit der neuen Verbündeten. Die düsteren Erinnerungen weichen. Die Deutschen genießen Freiheit und Aufschwung. Und als reicher Erbe hat Harald alle Möglichkeiten dazu. Oft mit dabei seine enge Vertraute Ilona Reschkowna. Mit ihr braust er gerne auf einer Vespa durch das nächtliche Berlin. Sollte er ein verbohrter Spießer sein? Wie vielleicht sein Bruder? Na, das wäre ja schrecklich. Dann schon lieber einen, der das Leben mit vollen Händen genoss. Und sonst war er ein lustiger, heiterer, gut aussehender, fröhlicher Mann, der Frauen sehr gern mochte. Und die ihn wahrscheinlich auch sehr mochten. Da hatte er keine Schwierigkeiten damit. Bei seinen Ausflügen in das Nachtleben Berlins gibt er seinen Namen nicht preis. Wer ihn kennenlernt, ahnt nicht, dass er einer der reichsten Männer Deutschlands ist. Da sind wir in verschiedenen Lokalen. Wir gingen essen oder wir gingen in solche schrägen Kneipen, wo Anemia-Mädchen waren, schön finster und dunkel. Das mochte er. Da waren wir mal und dann setzte sich ein Mädchen aus der Bar dazu und sagte, darf ich euch mal einladen? Ihr habt Da hat sie gesagt, ja, gern. Und da hat sie gesagt, ach, ich arbeite hier in der Bar und ich bin eigentlich Friseuse. Und das ist mein Beruf. Und da hat er ihr gesagt, möchtest du einen Friseursalon haben? Und da hat sie gesagt, oh je, natürlich. Da hat er gesagt, ich kauf dir einen. Und dann hat er ihr einen Friseursalon gekauft. Harald Quandt gilt bald als Lebemann, führt ein Luxusleben. Mit Freunden wie Playboy Gunter Sachs und Boxer Bubi Scholz verbringt er an der Côte d'Azur unbeschwerte Sommertage. Bevor er dort eine eigene Villa erwirbt, ist er regelmäßig Gast im berühmten Hotel du Cap Eden Rock. Bei der Abreise sagte er einmal zu mir, für den August im nächsten Jahr möchte ich die ganze erste Etage buchen. Ich schaute ihn verdutzt an und fragte, sind Sie sicher, die ganze erste Etage? Er sah mich kurz an, ging auf sein Zimmer und kam mit einem Koffer zurück. Er öffnete ihn. Der Koffer war voll mit 1000 D-Mark-Scheinen. Quandt sagte, hier, das ist meine Anzahlung für das kommende Jahr. Bei allem Trubel des Jet-Set-Lebens vermeidet es Harald Quandt, der Boulevardpresse Schlagzeilen zu liefern. Die Geschichte seiner Familie soll offensichtlich nicht hinterfragt werden. Für ihn zählt nur das Hier und Jetzt. Er genoss es zwar, das Vermögen der Quandts zur Verfügung zu haben, leistete sich Privatflugzeuge, Wagen, Sportwagen und Villen an der Côte d'Azur. Aber sozusagen, er war mir, wie man bösartig sagte, gehörte zum Amüsierpöbel. Trotz aller Unterschiede eifern beide Quandts ihrem Vater nach, versuchen an dessen unternehmerische Erfolge anzuknüpfen. Mit BMW gelingt Herbert Quandt schließlich ein spektakulärer Coup. Das riesige Quandt-Vermögen ermöglicht ihm, als Mehrheitsaktionär in den Autokonzern einzusteigen. Woher Teile dieses Vermögens stammen, steht niemals zur Debatte. Ein Großteil des Unrechts des Dritten Reichs, was das Quandt-Imperium angeht, ist zu keiner Zeit von Harald Quandt oder Herbert Quandt aufbereitet worden. Das ist einfach unter den Tisch gefallen. Welches Unrecht hat es im Dritten Reich gegeben und wer sind die Verantwortlichen? Von denen wollte plötzlich keiner mehr was wissen. BMW ist Herbert Quandts große unternehmerische Leistung und wird zur Wirtschaftslegende. Aus der maroden Autofabrik wird ein Weltunternehmen.
Und so verbindet sich in der Öffentlichkeit die Herkunft des enormen Quantvermögens heute ausschließlich mit BMW. Der Mythos des BMW-Erfolgs verstellt seitdem den Blick auf die Geschichte des Quant-Konzerns während der NS-Diktatur. Wenn ich mein Vermögen nun analysiere als Konzernchef und feststellen muss, dass ich eigentlich fantastisch weggekommen bin, dass ich besser da stehe als 1935, dann möchte ich das natürlich nicht auf das Konto Zwangsarbeiter gutschreiben und auf das Konto des Zusammenhangs zwischen Zwangsarbeit, faschistischer Regierung und all dem, was dazugehört, Krieg und so weiter, ne? Sondern das ist ja dann peinlich, wenn das die Grundlage meines Vermögens ist, meines Reichtums und meines Einflusses, ne? Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eben diesen Mythos zu schaffen. Harald Quandt stirbt 1967, Herbert Quandt 1982. Sie hinterlassen ein gigantisches Vermögen und eine Familientradition, das Schweigen über die Vergangenheit. Denn auch ihre Kinder äußern sich bis heute nicht zur Familiengeschichte, zum Erbe von Schuld und Verantwortung. Das ist vielsagendes Schweigen und schwer verständlich. Warum dann aber die nächste Generation, die Schweigen vollzogen haben, das ist sehr merkwürdig. Ich fände es richtig, wenn sie sozusagen die wahren Dinge auf den Tisch legen. Da sie das Vermögen der Familie kassiert haben und mit dem heute noch ihr Vermögen bewahrt haben, hätten sie die Verpflichtung, damit entsprechend umzugehen. Stattdessen wird weiterhin der Mythos des BMW-Erfolgs gepflegt. Dieser Mythos bleibt auch intakt, als 1998 ehemalige Zwangsarbeiter des BMW-Werks das Unternehmen verklagen. In der Folge treten BMW und andere Quant-Unternehmen wie die Warta dem Zwangsarbeiterfonds der deutschen Wirtschaft bei. Doch als ein Anerkennen von persönlicher Verantwortung der Familie sollen die Zahlungen nicht verstanden werden. Schließlich seien die Quants an BMW während der NS-Zeit gar nicht beteiligt gewesen. Man könnte natürlich banal sagen, wir haben eigentlich mit dem ursprünglichen Unternehmen, mit Ausnahme des Namens, nichts gemein. Also hätten jede Klage ruhig abwarten können. Ja, nun, man muss natürlich auch bedenken, also das Vermögen, was sie 48 hatten, das hat es ihnen ermöglicht, BMW überhaupt zu akquirieren und aus BMW das zu machen, was BMW jetzt ist. Bis heute kümmerte sich keiner der Quants um die Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, die in ihren Fabriken unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Nicht einmal eine Entschuldigung gibt es für das, was Adolf Sörensen und andere im Lager Hannover-Stöcken erleiden mussten. Die meisten Überlebenden leiden noch immer an den physischen und psychischen Folgen, so wie der damals inhaftierte 17-jährige Adolf Sörensen. 1972 baten sie die Warta, damals noch im Besitz von Herbert Quandt, vergeblich um eine kleine finanzielle Unterstützung. Das Reaktion war, sie reagierten hart und arrogant, gaben noch nicht einmal zu, dass wir dort für ihre Firma gearbeitet hatten. Sie haben uns gedemütigt. Wir sind dorthin gereist und haben höflich um Hilfe gebeten. Wir haben nicht gebettelt. Wir wollten eine Unterstützung. Denn die Warta hat uns krank gemacht. Erst haben sie mich zu ihrem Sklaven gemacht und dann auch noch zutiefst erniedrigt. Ich werde nie wieder dorthin gehen und an ihre Tür klopfen. Sie sollen mich nicht noch einmal demütigen. Ich habe meinen Stolz. Sie werden mich nicht noch einmal zerstören. An einer Schnellstraße in Hannover steht das einzige Denkmal für die KZ-Opfer der AFA. Ursprünglich sollte es auf dem ehemaligen Lagergelände errichtet werden. Die ungenutzte Fläche gehörte der Warta.
Doch die Familie Quandt, damals Hauptaktionär der Firma, verweigerte ihre Zustimmung. Finanziert wurde das Denkmal aus Steuermitteln. Die Quandts beteiligten sich nicht. Aber so kann man mit Geschichte nicht umgehen. Mit Erinnerungen nicht umgehen, mit Menschenleben nicht umgehen. Weil ich kenne ja die andere Seite auch. Ich kenne ja etliche Menschen, die in diesem Lager waren und die dort einen Teil ihres Lebens verbringen mussten. Die können das auch nicht wegschieben. Aber offensichtlich kann es die Familie Quandt. Als das Denkmal errichtet wurde, war Sven Quandt im Warta Aufsichtsrat. Inzwischen hat er sich vom größten Teil seiner Warta-Aktien getrennt. Wichtig ist ihm heute die regelmäßige Teilnahme an der Rallye Paris-Dakar. Sein Großvater Günther und sein Vater Herbert Quandt, von deren Erbe er bis heute profitiert, sind weiterhin seine Vorbilder. Eine kritische Hinterfragung dieser Vorbilder erscheint ihm sinnlos. Dunkle Seiten gibt es in jeder Familie, glaube ich. Aber da gibt es nichts. Also es wird weder schmutzige Wäsche gewaschen noch sonst irgendwas. Denn das macht alles keinen Sinn. Gut, also Sie fühlen sich sozusagen nicht unbedingt jetzt dafür verantwortlich, in welchem Sinne auch immer. Irgendeinen Zusammenhang sehen Sie da auf jeden Fall nicht für sich selbst? Nein. Das ist so. Ich würde es gerne nur wissen. Nein. Ist. Die Antwort kennen Sie. Die Antwort ist Schweigen. Das gilt für die gesamte Familie. Vielleicht aus Angst vor Prestigeverlust oder finanziellen Forderungen. Dabei wollen die wenigen Überlebenden heute nur eines. Sie wollen nicht noch einmal Opfer werden durch das Schweigen der Quandts. Es geht gar nicht ums Geld, sondern einfach dazu zu stehen, dass das da passiert ist. Und den Eindruck konnte ich nicht mitnehmen in den ganzen Jahren, dass die Firma oder die Familie Quandt sich darum bemüht hat. Wir haben nichts dazugelernt. Es ist einfach nur peinlich. Hier sind nicht Seiten umgeschlagen worden in einem Geschichtsbuch. Hier sind Leben umgeschlagen worden. Plötzlich scheint das Schweigen gebrochen. Nach Ausstrahlung der ersten Fassung dieses Films erfährt die Öffentlichkeit, dass die Familie nun doch bereit sei, sich nach über 60 Jahren zu äußern. In einer Presseerklärung vom 5. Oktober 2007 erklären die Quandts, der Film habe sie bewegt. Und sie räumen ein, dass ihre Familiengeschichte zwischen 1933 und 1945 nicht ausreichend aufgearbeitet sei. Natürlich ist die Reaktion, die jetzt kam, nicht die noble Geste. Das ist kein Akt der Humanität, 60 Jahre nach den Ereignissen, um die es geht, die der Film beschrieben hat. Man hat ja ein Image zu pflegen und kann da auch negativ in die Schlagzeilen kommen und da drin bleiben. Das scheut jede industriellen Familie mehr als alles andere, auf Dauer negative Schlagzeilen zu haben. Allerdings solle nun erst einmal ein Zeithistoriker, so die Presseerklärung der Quandts, im Rahmen eines Forschungsprojektes die Familiengeschichte im Dritten Reich klären und aufarbeiten. Daran werde man mitwirken und erstmals die Familienarchive öffnen. Weitere Stellungnahmen oder Interviews lehnen die Quandts jedoch nach wie vor ab, auch uns gegenüber. Zu den im Film dargestellten Fakten schweigen sie weiterhin. Auch fehlt jegliches Wort des Bedauerns an die überlebenden Opfer, wie gegenüber Takis Mylopoulos oder Adolf Sörensen. Das ist eine sehr widersprüchliche Reaktion. Sie räumen einerseits ein, dass die Fakten richtig sind, indem sie nicht dementieren, aber andererseits sagen sie nicht wörtlich und klar, ja, das trifft zu. Eigentlich, das ist eine Fortsetzung des Schweigens mit anderen Mitteln, denn zur Sache wird weiterhin nicht gesprochen.
Die sagen nichts zur Existenz der Konzentrationslager auf ihren Werksgeländen. Sie sagen nichts zur Aussage der Überlebenden, zu deren Arbeitsbedingungen. Sie sagen nichts dazu, welche Schinderei das insgesamt war in ihren Betrieben. Auch für den Berliner Historiker Wolfgang Benz kam die Ankündigung der Quanz überraschend. Seine Erfahrung mit der Aufarbeitung der NS-Zeit von Familienunternehmen hat jedoch gezeigt, dass es angesichts der überlebenden Opfer nicht ausreicht, lediglich ein Forschungsprojekt zu finanzieren. Die Ankündigung der Familie Quandt macht deutlich, dass man von Unangenehmem in der Familiengeschichte, solange es irgend geht, nicht spricht. Erst einmal nichts sagen will zu den damaligen Ereignissen. Doch wenn Sie noble Leute sein wollen, dann machen Sie noch mehr, als nur aus der Portokasse einen Historiker und zwei Hilfskräfte zu finanzieren, die da in zweijähriger oder dreijähriger Arbeit die Fakten zu einem Buch zusammenstellen und das bewerten. Dann machen sie noch etwas Größeres, woraus die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit, die Gesellschaft, alle erkennen, es tut uns leid. Die Opfer können die Reaktion der Familie nicht verstehen. Für Adolf Sörensen ist die Presseerklärung nur ein Aufschieben der Auseinandersetzung mit der historischen Wahrheit. Für ihn sei es so, als sollten eindeutige Fakten neu bewertet und damit umgedeutet werden. Dabei könne man die Fakten nicht wegleugnen, sie lägen auf der Hand. Solange die Familie Quandt nicht anerkennen will, dass es KZs, dass es Gefangene gab, dass durch Bleivergiftung Menschen umkamen. So lange ist dieses Papier wertlos. Die Dokumentation zeigt deutlich, was damals passierte und was die Quants bis heute verschweigen. Die Familie Quandt braucht keinen Historiker. Sie brauchen bloß mich. Ich würde mit Ihnen in das ehemalige Lager gehen und Ihnen erzählen, was dort und in der Fabrik geschehen ist. Dafür brauchen wir keinen Historiker. Die Haltung der Familie Quandt hat das Leben der Opfer überschattet. Die wenigen Überlebenden sind heute alle über 80 Jahre alt. Viel Zeit bleibt nicht, um auf die Opfer zuzugehen. Die Tatsachen sind nun unbequem. Ich kann ja diese Zwangsarbeiter, die im Film, oder KZ-Häftlinge, die im Film vorkamen, die kann ja nicht einfach eliminieren. Die sind ja in der Welt. Aber den Schritt jetzt zu tun, sich diesen Tatsachen zu stellen, sich unmittelbar damit auseinanderzusetzen, diesen Schritt kriegen sie nicht hin. Kommt Zeit, kommt Gras, das darüber wächst, ne? Und man kann angesichts der Aussagen dieser betroffenen Personen nicht einfach sagen, na, wir machen jetzt ein paar Archive auf und lassen das mal aufarbeiten. Also man muss sich ja diesen beiden Männern gegenüber doch so gleich verhalten, ne? Das finde ich, das geht nicht. Doch mit einer Entschuldigung rechnet Adolf Sörensen nicht. Dabei würde er sie heute annehmen. Auch wenn es ihm nach all den Leiden und Demütigungen schwer fiele. Zu schlecht sind seine Erfahrungen mit den Quants in den vergangenen Jahrzehnten, sagt er. Doch er sei alt und möchte endlich seinen Frieden finden. Ihr Verwender, die obenlüst Verteller. Ich erwarte, dass Sie endlich zugeben, dass es Konzentrationslager und Gefangene gab. Und dass die Quants bedauern, dass dort viele Menschen umkamen. Das wäre für mich schon eine Entschuldigung. Nicht nur für mich, sondern auch für meine toten Kameraden. Ein solches Eingeständnis würde mir helfen, meinen inneren Frieden zu finden, den ich in den vergangenen 60 Jahren nicht gefunden habe.